Herzlich willkommen zur Ayur-Yoga-Praxis für eine starke Mitte. Heute werden wir den Bauch kräftigen, die schrägen, geraden Bauchmuskeln, die tiefen Bauchmuskeln. Für das brauchst du einen Block. Wenn du noch keinen Yoga-Block hast, kannst du auch ein dickes Buch zwischen die Beine klemmen, ein Kissen. Und dann nimm die Hände auf den Bauch. Leg die Hände ab und atme tief aus und saug den Bauchnabel etwas nach innen und presst den Block zusammen. Einatmen, entspannst du wieder, öffnest den Bauchraum, weitest ihn. Und ausatmen, Bauchnabel nach innen saugen, Block fest zusammenpressen. Und wiederhol das Einatmen in den Bauch, atmen, ausatmen, Block festpressen, Bauchnabel nach innen saugen. Spür diese tiefen Bauchmuskeln, transversus. Und wieder ein und aus. Wiederhol es ein paar Mal, ganz bewusst tief atmen. Mit der Ujjayi-Atmung, mit dieser Kehlatmung, kannst du die Atmung noch intensiver machen, ein Halsgeräusch. Wieder ein und noch ein letztes Mal aus, Bauch nach innen saugen. Und dann löst du die Übung, nimmst die Arme seitlich neben den Körper. Das war die Einstimmung, damit du diese Muskeln spürst. Nun heb die Füße vom Boden ab, im rechten Winkel zu den Knien. Füße sind geflext. Und mit dem nächsten Einatmen streckst du die Beine nach vorne aus und presst den Block fest zusammen. Ausatmen, beugst du wieder die Knie und siehst die Beine etwas an die gebeugt. Einatmen, Beine wieder strecken, wenn du sehr fortgeschritten bist, Beine noch etwas weiter nach unten senken, festpressen den Block und ausatmen, Knie beugen. Wiederhole das Einatmen, Block pressen, der Unterrücken bleibt am Boden und aus. Und wieder ein, spür die Kraft im Bauch, aber auch im Rücken und aus. Und ein. Und aus. Und bei jedem Einatmen den Block zusammenpressen. Spür die Adduktoren, Beckenboden. Und aus. Entspannen. Kraftvolle Mitte. Und aus. Und beim nächsten Einatmen schiebst du die Beine nach vorne, streckst die Füße, flexen. Hältst die Spannung und jetzt atmest du aus und ein. Hältst die Spannung im Block und wenn es im Rücken möglich ist, die Beine noch etwas mehr sinken. Wenn es dir zu streng ist, Beine nicht so weit sinken. Schau, dass der Unterrücken am Boden bleibt. Halt den Block fest. Intensiv atmen. Halt die Spannung im Bauch, in Adduktoren, Beckenbodenbereich. Füße sind geflext. Schieb die Fersen weg von dir. Zähne noch etwas mehr anziehen, Spannung. Und tief atmen und ich glaube langsam reicht. Dann anziehen, ein Lächeln tut gut. Füße aufstellen und die Hände auf den Bauch. Spür die Bauchatmung. Und die nächste Übung ist sehr schwierig, darum zeige ich jetzt das vor, wie man das am besten macht. Die Füße vom Boden heben und dann kommt ihr so hoch. Die Füße sind geflext und es ist ganz wichtig, dass ihr die Knie leicht anhebt zu mir, Block presst und wieder senkt. Kreuzbein hebt an, Knie leicht heben und wieder senkt. Und beim Heben den Block festpressen, sehr gut. Und dann zittern die Bauchmuskeln vor Freude. Ähnlich braucht sie nicht. Aus, entspannen und ein. Wiederhol das in deinem eigenen Rhythmus. Eine wunderbare Übung für die Bauchmuskeln. Knie heben, einpressen den Block, aussenken. Spür die tief liegenden Muskeln im Bauch. Wunderbare Übung. Intensiv. Wir machen das noch einige Male. Auch wenn du denkst, jetzt reicht's. Kraftvolle Mitte. Einatmen, Knie heben, pressen den Block und aus.
nochmals und dann ganz langsam die Beine strecken, Beine nach oben strecken. Halt den Block. Die Arme auf Schulterhöhe ausbreiten. Und wir bleiben dran. Mit der nächsten Einatmung die Beine ganz leicht nach rechts bewegen und den Block fest pressen. Ausatmen, in die Mitte kommen. Einatmen, wieder nach rechts. Pressen den Block und in die Mitte. Einatmen, wieder nach rechts. Block fest pressen. Wenn es dir zu streng ist, kannst du auch die Knie etwas beugen. Beine nur leicht senken und wieder in die Mitte. Und beim Einatmen pressen, wenn du einatmen senkst, Spannung im Bauch und beim Ausatmen entspannen. Und wieder ein und aus. Wir machen es noch zweimal. Ein und aus. Ein und aus. Und dann den Beine zur anderen Seite. Ein, Block pressen. Aus. Wieder ein. Es darf im Rücken nicht schmerzen. Aus. Den Block beim Einatmen festpressen. Spür diese schrägen Muskeln. Du siehst jetzt auch im T-Shirt. Die Muskeln werden wie kräftig auch hinten. Der Quadratus lumborum. Der Rückenmuskel. Und immer wieder lächeln, denn der Bauch freut sich. Wieder ein und aus. Die Spannung halten, ein, ganz in der Mitte sein, ganz präsent sein, aus. Ein. Wir machen es noch zweimal. Und ein und aus. Wieder ein. Langsam lösen, dann die Füße aufstellen und den Block auf den Bauch legen. Arme neben dem Körper und dann spürt es einfach, wie der Atem den Bauch bewegt, ohne dass du was tust. Spür deine Mitte. Spür die Kraft in deinem Bauch und spür die Atmung. Ist ganz wichtig für einen gesunden Rücken. Und wir warten, bis der Atem sich etwas beruhigt. Und dann kannst du dann ganz langsam den Block lösen, zur Seite legen und kommst so in eine Stütze auf die Unterarme, dich abstützen, zur Seite drehen, stütz dich auf die Unterarme ab. Genau, dann hebst du deine Knie vom Boden und läufst mit den Füßen etwas zurück. Genau, und dann senkst du etwas dein Becken, ja. Sehr gut. Und jetzt, wenn das zu streng ist im unteren Rücken, könnt ihr auch die Knie auf den Boden legen als Anpassung. Aber ich glaube, für viele geht das mit den Beinen gestreckt. Und jetzt gehst du ganz langsam mit dem Körpergewicht zur linken Hand. Mit dem Körpergewicht zur linken Hand. Der Kopf geht nach links. Und kommst wieder in die Mitte. Und dann mit dem Körpergewicht nach rechts. Und kommst wieder in die Mitte. Und nach links. Spür die Kraft in den Schultern, im Bauch. Und nach rechts. Die Mitte. Nach links. Die Mitte. Jetzt machen wir weiter mit kreisenden Bewegungen. Oberkörper kreisen. Nach links, nach rechts. Und spür die Kraft aus deiner Mitte. Kreisende Bewegungen, kräftige Schultern, kräftige Bauchmuskeln. Und dann kannst du ganz langsam den Kreis in die andere Richtung machen, dass du von der anderen Richtung her Kreise machst. Langsame Bewegung, spür die Kraft im Oberkörper hin und her bewegen. Spür die Kraft in deiner Mitte. Und dann ganz langsam die Übung lösen und dann kommst du über die Seite in Sitzen, in Langsitz, setzt dich so hin und stellst die Füße so auf und dann beugst du die Beine
Und hebst die Füße vom Boden ab. Genau, Füße sind geflext. Und dann langsam einatmen, die Beine strecken, die Arme über den Kopf ein. Ausatmen, Beine beugen, Arme senken. Und ein, Füße wieder flexen, Arme nach oben ziehen. Wenn es zu streng ist, kannst du die Knie etwas beugen und aus. Und ein, und auch, dass du den Brustkorb hebst. Ausatmen, wieder beugen. Und einatmen, wieder strecken. Ausatmen, beugen. Und einatmen, wieder strecken. Dann halt die Stellung. Tief atmen, Brustkorb weiten. Lass die Arme noch etwas seitlich öffnen. Und die Spannung halten. Tief atmen. Und dann ganz langsam die Übung lösen. Fußsohlen zusammenbringen. Und die Arme hinten aufsetzen. Die Hände, Finger gegen das Gesäß. Genau. Nochmals den Brustkorb öffnen, nochmal den Rücken kräftigen, Schultern auseinanderziehen, auch ganz wichtig für den Rücken. Nochmal eine Kräftigung, Kopf leicht nach hinten bewegen, auch den Nacken kräftigen, die Halsmuskeln. Und dann ganz langsam die Füße vom Boden heben und die Arme seitlich abheben, Füße vom Boden, Arme zur Seite. Und jetzt leicht nach hinten beugen, leicht rückbeugen und den Bauch nochmal. Mitte spüren, Rücken spüren, Brustkorb aufrichten, kraftvoll in der Mitte sein, bewusst atmen, spür deine Mitte, deinen Rücken und dann ganz langsam die Übung lösen, dich nach vorne beugen, die mit gebeugten Knien, Kopf auflenken, nachspüren, den Rücken entspannen. Und dann kannst du dann ganz langsam in einen Sitz kommen, kannst dich auf den Block sitzen oder auf ein Kissen, die Beine überkreuzen und dann legst du deine Hände auf den Bauch und spür deine Mitte, die Schultern entspannen, sinken lassen, spür deine Mitte, eine starke Mitte, spür deine Atmung, wie sie jetzt tief im Bauch fließt. Spür die Wärme und dann fokussiere dich auf deinen Bauchnabel. Und wenn du eine starke Mitte hast, dann hast du Entscheidungskraft, Verdauungskraft, Durchsetzungskraft. Und dann schau noch tief in dich hinein, für was möchtest du dich heute entscheiden? Denn jeder Moment in deinem Leben lädt dich ein, dich zu entscheiden. Und das braucht Kraft und Energie. Heute entscheide ich mich für. Und wenn du dich entschieden hast, dann spür, wie dir das gut tut. Denn Entscheidung gibt Kraft. Und dann löse die Hände. Leg sie auf und spür noch einen Moment nach, wie du dich jetzt fühlst, nach dieser Yoga-Praxis für eine starke Mitte. Spür den Körper, spür den Atem und spür auch die Wirkung auf deine Psyche. Hat es dich gestärkt? Spürst du deine Mitte?